Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 2021. GP Nummer 10 oder 11, glaube ich, in Silverstone. Hier in der ersten Saison mit dem Team Haas. Ja, wir sind in Q2 gelandet. Mindestens 15. Im Qualifying, was schon bei Regen stattfand. Und jetzt auch das Rennen bei Regen. Wie nass es sein wird, werden wir gleich sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Im Qualifying habe ich mich gar nicht mal so schlecht angestellt. Meine Verhältnisse bei Regen. Und ja, wir springen gleich rein. Willkommen in Großbritannien und am legendären Silverstone Circuit Runde zum 10 ist heutigen es Grand übrigens. Prix. Sieht nach ein bisschen mehr Regen aus. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt: Leclerc, Ricciardo, Lando Norris. Und Perez. Alter, Red Bull sehr weit Sainz, hinten. Verstappen, Ach, da. Gasly und Sebastian Holy Vettel. shit. Tsunoda, Ocon, Lance Stroll, Garcia, Russell, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher. Fernando Alonso und Nicola Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast. Ist so. Okay, gesagt wird nichts mehr. Sieht auf jeden Fall nasser aus als gestern. Alonso hat irgendwie eine Gridstrafe gekriegt. Dementsprechend starten wir doch alle weiter vorne. Wir haben Intermediates drauf, richtig? Warum kann ich die. Ach da, ja klar, grün sind Intermediates. Jetzt sind ja blau und die sind langsam. Ein Stopp, 13 Runden, ja. Wir brauchen gar nicht so viel Sprit. Kann ich nicht eigentlich auch 13 mitnehmen? Im Regen fährt man doch eh langsamer. Kann da was passieren? Ja gut, komm, nehmen wir mal eine halbe Runde mehr mit, aber ein bisschen können wir das frisieren. Ja, irgendeine andere Strategie macht halt gar keinen Sinn. Und dementsprechend brauchen wir auch nicht mehr lange drum herum reden. Oh Gott, es ist richtig nass. Das ist doof. Und los geht's. Ja, doch, es ist deutlich nasser als im Qualifying. Und wir haben schon die erste Berührung. Wollte eigentlich nicht so viele Rückblenden benutzen. Neben uns Russell. Okay, dann lasse ich den passieren. Jetzt wird gedeift. Ah! Ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wo war da das Problem? Also ja, ich war außerhalb der. Ich hing irgendwie an dem Rad von. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Hing ich am Rad fest. Vettel. So, wir sind jetzt auf P11 hinter Vettel. Ja, Kollision, komm. Nix war das. Ja, leider in beiden Kurven eine Rückblende. Naja, hinter uns jetzt schon eine ziemliche Lücke. Okay, krass. DRS gibt es natürlich nicht beim Regenrennen. Und das wird auch heute nicht mehr aktiviert werden. Wenn man sich mal anguckt, wie nass das hier ist. Ich versuche jetzt außen einfach mal an Vettel vorbeizugehen. Ist klar. Ah, und kriegt die Quittung. Es war doch klar. War doch sowas von klar. Verstappen sehe ich gerade nicht mehr. Der war Achter, ne? Da konnte ich jetzt gerade aber nicht erkennen, wer davor Sainz rumfährt. Ich glaube, Verstappen hat mindestens einen Platz gut gemacht. Ich hatte mich ja schon gestern im Qualifying gewundert, wie weit hinten Red Bull beim Regen ist. Ey, da waren die. Aber das war noch bei Q2. Aber im Q3, ja, sind die auch nicht mehr weiter nach vorne gekommen. Ocon ist mir gerade, glaube ich, so ein bisschen hinten reingefahren. Ich fand, ich bin jetzt nicht schlecht gefahren, konnte aber hier bei Weitem nicht mit Vettel mithalten. Wir wären jetzt so gerade aus dem DRS raus, was es ja hier nicht gibt. Aber
glaube, wir können da auch nicht so dranbleiben. Bottas schnellste Runde? Bottas also somit auf Platz 1? Fragezeichen? Weiß gerade gar nicht, auf welchem Platz Bottas gestartet ist, muss ich gestehen. Das ist mir jetzt entfallen. So sehr darauf konzentriert, hier hinter Vettel herzukommen. Alter, das war zu spät gebremst. Okay, hier muss ich mich dran erinnern. In der ersten Kurve kann ich leider nicht mehr so wie beim Qualifying-Fahren am Anfang, wo das verhältnismäßig noch ja, deutlich trockener war. Alter, da habe ich jetzt richtig kassiert auf Vettel. Ocon kommt an uns näher ran. Weil wir waren eben auch schon etwas weiter weg von Vettel und konnten uns im Verlauf der Runde wieder etwas ranpirschen. Man muss wirklich sehr behutsam mit dem Gaspedal umgehen, das muss ich ja mal sagen, aber gar nicht so scheiße gerade. Vettel, oh, verliert jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen den Anschluss an Sainz, ist auch so ungefähr bei einer Sekunde. Ocon jetzt sehr nah dran. Wenn der jetzt DRS hätte, würde der easy an mir vorbeigehen. So versucht das auch auf der Innenseite. Muss aber zurückziehen. Ich darf hier nicht so hart cutten, sonst werde ich früher oder später eine Zeitstrafe kriegen. Ocon versucht es außen. Aber schafft er nicht. Tsunoda jetzt auch sehr nah dran. Vettel ungefähr bei 2 Sekunden. Verliert auch immer weiter auf Sainz. Ja, schade, durch die Duelle, wo ich mich nach hinten erwehren muss, habe ich natürlich auch nicht mehr die Kapazität. Vettel einzuholen. So, schauen wir mal wieder. So, Esteban. Was? Ich halte ziemlich straight meine Linie. Leicht nach rechts. Innen ist Platz. Hier ist doch massig Platz rechts. Er fährt mir einfach vollkommen rein. Oh, von mir aus. Dann nimm dich einfach so aus dem Leben. Ach so, falsch. Ich muss nämlich gucken, wo ich jetzt bin. Hier. So können wir weitermachen. Naja, muss ich nochmal machen. Ich muss hier nämlich viel früher bremsen. Das wollte ich mir ja gemerkt haben. Ja, Ocon hat sich jetzt erstmal ordentlich da rausgeschossen. Ich will mal sagen, vom Replay her, vielleicht hat er sich gar nichts kaputt gemacht. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weil wenn man einen mit dem Flügel so ein bisschen trifft, da ist jetzt nichts abgeflogen oder so. Und dann durch dieses olle Bild aus, keine Ahnung, Pappmaché hätte ich beinahe gesagt. Wird auch nichts kaputt gegangen. Ja, ich bin sehr langsam da gefahren. So, gucken wir uns mal das nächste Duell an. Gegen Tsunoda. Auch hier. Junge, wie fährst du denn? Ich bin ganz außen auf der Begrenzung. Auch da, der nächste. Da ist Platz für 3 Autos rechts von mir nebeneinander. Ja gut, du willst auf die Ideallinie bei den Curbs hin. Da bin ich aber. Was willst du denn? Also da sehe ich jetzt wirklich... KI ist halt auch richtig dumm. Ich meine ja, die wollen die Ideallinie fahren. Und ich als Human Player war halt nicht so gut. Ich bin da langsamer gefahren als er. Gebe ich ja... Da spreche ich ja gar nicht. Widerspreche ich ja gar nicht. Aber die dann einfach richtig stumpf. Voll dumm, als wenn er gar kein Auto wäre. In einen reinfahren. Naja. So, Stroll kommt jetzt an uns vorbei. Ich habe massig Boden auf Vettel verloren. Ich versuche jetzt gleich zu kontern. Gegen Stroll, da hat es ein bisschen gerumpelt. Jetzt bremse ich später und gehe innen vorbei. Oh. Das ging nochmal gut. Mal gucken, wie es jetzt hinter uns hier aussieht. Alles fair abgelaufen, jawohl. Schönes Überholmanöver, würde ich sagen. Vettel 5,5 Sekunden weg. Wir sind auf P11.
Der wäre natürlich sehr undankbar. Ja, Kurve schlecht genommen. Stroll hat uns passiert. Russell habe ich ein bisschen einen mitgegeben, das tut mir leid. Aber Stroll ist jetzt vor uns. Alles andere als gut gefahren, das war richtig schlecht. Aber ich mache jetzt nicht für alles eine Rückblende, ey. Stroll 1,5 weg. Hat natürlich auch das bessere Auto. Keine Frage. Ich finde, ich habe sehr gut gekontert. Aber hätte mich vielleicht eh auf Dauer nicht erwehren können. Gegenüber dem Speed-Vorteil, den der Aston Martin hat. Mal schauen. Wobei mit Vettel konnte ich ja auch relativ gut mithalten. Also. Oh, hinter uns Russell. So weit zurückgefallen. So weit war der eben, nachdem wir uns etwas berührt hatten, nicht zurückgefallen. Jetzt habe ich nach vorne und hinten eine entsprechende Lücke. Also so krass schnell ist der Aston Martin jetzt gar nicht. Okay, jetzt auf der Geraden muss man schon sagen, nimmt er uns ordentlich Zeit ab. Aber ich glaube, in den anderen Teilen der Strecke war ich gegenüber Vettel auch relativ gleichwertig. Habe ich ihm jetzt sogar ein bisschen Zeit abgenommen. Junge, ey, da muss man eigentlich noch früher bremsen. Ey, ein bisschen ins Rutschen gekommen. Trotzdem deutlich schneller gewesen als er. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt DRS hätte in diesem Rennen, also die Möglichkeit zu DRS, und gut fahre, könnte ich mir sogar zutrauen, ins DRS-Fenster reinzufahren. Aber wäre, wäre Bastelschere, wie man so schön sagt. Hier habe ich auch im ursprünglichen Duell gegen Stroll schon ebenso viel Zeit verloren. Das war nicht gut. Nick übrigens 13. Alter Schwede. Das gerade nur so am Rande gesehen, dass da ein bisschen was an Bewegung im Tableau war. Aber nicht, dass das Mick war. Mick auf P13. Er ist ja, glaube ich, von 18 gestartet, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, Stroll wieder so bei 1,6. Jetzt wird er wieder seinen Vorsprung gleich ausbauen. Auf der Geraden. Oder auf den Geraden. Hier ja jetzt auch nochmal. Kann man echt... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, da hatte ich bislang noch keine Verwarnung gekriegt. Ja, jetzt. Natürlich. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh mein Gott, das war gar nicht gut. Über 2 Sekunden. Scheiße. Ja, P11 war undankbar, aber es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass jemand ausfällt. Auch wenn es bislang hier ziemlich clean aussieht, muss ich mal sagen. Bei diesem GP. Jetzt sind wir aber auf P12. Ich meine, P11 ist nicht außerhalb des Möglichen. Das war auch wieder nicht gut. Schnellste Runde von mir. Okay, interessant. Das, obwohl das in meinen Augen deutlich besser kann. Die war gut genommen. Das war eigentlich auch deutlich besser als zuvor. Ich würde mal behaupten, das müsste eigentlich der schnellste erste Sektor werden. Fühlte sich zumindest so an. Ja. Habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Okay. Das war gerade nix. Naja, dann mache ich nochmal zurück. Boah, fuck, war das schlecht. Ja, jetzt gerade ein etwas einsames Rennen. Wenn es aber so weitergeht, wird Mick uns nochmal Gesellschaft leisten. Das nehme ich schon immer so im Augenwinkel wahr. Das Problem ist, ich glaube, so von der Pace her bin ich ja nicht... Oh mein Gott! Schlechter als Mick. Dann könnte ich wahrscheinlich auch so mit den Erstens einigermaßen mithalten. Aber ich mache... Ja...
Ich mache halt im Vergleich zur KI zum Teil auch nur leichte, aber halt Fehler und die nicht. Dementsprechend sind die natürlich schneller als ich. Okay, das war noch okay mit der Streckenbegrenzung. Ich frage mich echt, ob Bottas auf P1 ist. Klar. Übrigens gerade 1,5 Sekunden langsamer als meine Runde davor. Ja, das kann man dann natürlich 1 zu 1 mal so als Abstand zu meinem Vorder- bzw. Hintermann draufrechnen. Oder runterrechnen von hinten, Alter. Ich muss mich jetzt echt mal am Riemen reißen. So, Mick ist dran. Raikön, da kommen noch ein paar mehr mit. Es wird also noch mal interessant. Junge, warum ist Mick hier so nah dran an mir? Was soll ich in der Passage machen? Ich komme da einfach nicht besser zu Rande. Stroll jetzt 7 Sekunden weg. Mick versucht rechts an uns vorbeizugehen. Bitte lass uns hier nicht irgendwie crashen. Danke. Ich versuche natürlich da nochmal zurückzukommen. Aber will jetzt auch insbesondere mal meinem Teammate. Ah, sorry. Ja, toll. Jetzt bremst du dann da so, Junge. Will ich jetzt auch keinen Crash hier riskieren. Wobei ich natürlich gesagt habe, Scheiße, Mick ist ja unser Rival. Dass wir die Rivalität nicht verlieren dürfen. Ah, bisschen an Boden verloren. Junge, der geht aber auch irgendwie ab. Hast du auch neue Teile? Warum bist du so schnell? Ja, danke, das war noch im Rahmen. Boah, Junge, war die Runde schlecht. Die war ja absolut grottenschlecht. Jetzt habe ich aber wieder ein Target vor mir. Vielleicht kriege ich es dann hin, besser zu fahren. Hinter uns Raikön sehr nah dran. Alonso auch innerhalb von einer Sekunde. Keine Ahnung, wer dann danach noch kommt. Ich habe auch sehr den Eindruck, als ob Mick auf den Geraden schneller ist als ich. Gerade hier selbst das kurze Beschleunigen nur. Komm straight up speed. Warum ist er schneller als ich? Ja gut, jetzt bin ich nicht wohl rausgekommen, gebe ich zu. Scheiße, Mann. Er ist von P18 gestartet. Ist jetzt sogar vor mir, ey. Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber gut ab, gute Performance von ihm. Kann man ja nichts gegen sagen. Boah, das war verwunderlich, dass ich nicht abgeflogen bin, muss ich gerade sagen, ey. Raikön und Alonso kommen beide. Nein, nicht jetzt noch rechts von mir. Bitte nicht. Okay, das habe ich sogar irgendwie überlebt. Bisschen auf Mick aufgeholt. Ich jetzt nochmal richtig aggro Spätbremse. Hier in dem letzten Teil bin ich schneller als die meisten. Ich meine, klar, beim Rausbeschleunigen jetzt macht er wieder etwas gut, aber hole ich sogar etwas Zeit auf. Wollte ihn jetzt nicht abschießen oder so. Ich wollte einfach nur mal gucken, was passiert, wenn ich da ganz innen reinfahre. Diese Kurve, die wird mir auch immer suspekter, ey. Einerseits wäre es natürlich schön, wenn es DRS gäbe.
Auf der anderen Seite würden mich dann Raikön und Alonso natürlich übelst fertig machen. Also, es ist nicht hoffnungslos, aber es ist auch nicht irgendwie hoffnungsvoll. Ich bin so ungefähr im Niemandsland in dem Duell mit Mick. Ich reiz das jetzt hier nochmal völlig aus. Kann ich mir das erlauben? Jawohl. Und, oh mein Gott, war das sick. Oh mein Gott, war das gut. Ich meine, ich habe gecuttet, ich gebe es zu, aber es war nicht mal eine Verwarnung. Nice, Alter. Und ich habe sogar die beste Runde. Wieso fährst du mir da wieder irgendwo rein? Warum? Das ist so dämlich. Ja, aber es ist mein Teammate. Ich könnte ihn jetzt quasi so aus dem Rennen. Na, okay, das war dumm. Ich könnte ihn jetzt so aus dem Rennen nehmen, wie Ocon und was weiß ich, wer sich aus dem Rennen genommen haben. Alter, er hat mich schon wieder berührt. Okay, das habe ich jetzt auch nicht so schön gefahren wie eben. Aber wir wollen mal nicht so sein. Wobei es natürlich absolut nur seine Schuld war. Jetzt bei dem letzten Mal will ich das nicht sagen. Da bin ich da blöd in ein bisschen nach rechts reingezogen, aber bei dem ursprünglichen Vergehen. Sieht nicht so aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Ja, weil das jetzt ja auch noch so einen Unterschied macht in 3,5 Runden. Aber danke für die Info. So, jetzt wird es aber nochmal richtig knackig, glaube ich, am Ende. Tatsächlich noch geschafft, Mick zu kriegen gerade, aber jetzt müssen wir das irgendwie verteidigen. Ich glaube, gerade auf den Geraden. Oh. Verstappen ausgeschieden. Ja. Siehst du? Daran sieht man mal, der. Scheiße. Zu krass gebremst. Alter, wie anders die das einfach fahren. Hier habe ich ziemliche Probleme. Ich komme gleich nochmal auf das Thema zurück. Er wird gleich bestimmt hier wieder neben mir sein. Ja, Max Verstappen, DNF. Mick kommt hier gleich an. Wie man dann von 11 nochmal auf 10 vorrücken kann. Alter, der ist schneller als ich. Why? Wir haben uns etwas berührt, aber in meinen Augen war das alles fair. Ja, jetzt bin ich natürlich von 12 auf 11 vorgerutscht. Ja. Der erste Punkt hinter den, der erste Platz hinter den Punkten ist immer bitter. Ja, ich glaube, Mick hat sich jetzt ein bisschen verabschiedet. War wieder eine Berührung, aber ja, kann froh sein, dass er überhaupt noch in the mix ist. Wenn ich nicht eben die Rückblende gemacht hätte, wäre es ganz weg gewesen. Von daher mache ich das jetzt nicht nochmal. Alter, hinter ihm ist aber auch eine ganz schöne Armada. Vor uns übrigens, ja, Stroll 14 Sekunden, davor dann weitere 10 Sekunden Vettel. Also die beiden fahren auch, ich weiß nicht, wie das vor Vettel aussieht, aber Stroll fährt auch ein sehr einsames Rennen, seitdem der von uns weg ist. Und ich vermute mal bei der Pace, denn so schnell waren die ja gar nicht, ist wahrscheinlich auch Vettel nach vorne auf 1, war da vorher mal auf 8 oder Gasly, wahrscheinlich auch ein bisschen Rückstand hat. Oder ein bisschen mehr und wahrscheinlich auch nach vorne und hinten eine Lücke, dass er da keinen sieht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. So, jetzt kann ich hier mal etwas mit ein bisschen Luft fahren. Ja. Viel besser gefahren, fährt sich auch viel schöner. Aber die KI fährt das halt ja schon zum Teil sehr anders. Deswegen habe ich dann direkt schon Mick an meinem Arsch dran oder in meinem Hinterteil irgendwo am Reifen dran. Oh Gott. Und ja, das muss ja nicht sein. Oh, Raikön ist jetzt an Mick vorbei.
1,5 Sekunden. Wenn ich jetzt aber nicht noch einen Fehler mache, sollte der weit genug von uns entfernt sein. Und dann nicht nochmal rankommen. Sag ich, und jetzt fahre ich hier zu langsam und er ist dran. Ja, geht. Alter, Raikön hat sich von Mick auch schon ganz schön ordentlich gelöst. Klar, die Pace vom Alpha ist besser als die vom Haas, aber dann wundert mich, dass das ja nicht schon vorher... ja gut, er hat mich ja auch angegriffen, aber dass er nicht schon vorher easy vorbeigegangen ist. Naja. Frag mich gerade, ob das Micks bestes Saisonergebnis bislang wäre. Apropos bestes Saisonergebnis. Heute ist Montag, der 9.5. Vielleicht habt ihr gestern den Miami Grand Prix gesehen in echt. Mick, ja, ist ja lange Zeit ganz gut aus mit den ersten Punkten oder dem ersten Punkt in der F1. Ja, ziemlich dummer Crash mit Vettel. Ich will jetzt nicht sagen, wer da unbedingt die Schuld hat, aber es war auf jeden Fall vermeidbar. Ich glaube aber, ich habe das von den Bildern her nicht so hundertprozentig sehen können, weil vorne mehr die Musik spielte, dass hinten in diesem DRS-Train mit den Astons und den Haas und sowas, alles klar, viel in den letzten beiden Rennrunden gewechselt wurde, positionell. So dass Mick, glaube ich, aus den Punkten raus war. Deswegen musste der noch so aggro fahren. Apropos aggro fahren. Ja, wobei. Er ist hinter mir. Ja. Wir wollen mal nicht so sein. Ich wundere mich eh, wie der so schnell auf einmal an mich rangekommen ist. Weil ich hier etwas rede. Naja, das Auto ist schon deutlich schneller als wir, ne? Alter, wir haben nach vorne jetzt 18 Sekunden Rückstand. Mick noch weiter durchgereicht worden. Ja, Raikön versucht jetzt an mir vorbeizugehen. Innen. Boah, ich bleibe lange auf dem Gas. Komm aber nochmal rum. Aber das wird natürlich nochmal tricky. Hier nach dieser Passage fühle ich mich auch sehr angreifbar gleich. Oh, Raikön zum Glück etwas weg. Aber ich denke, das sollte reichen. Ich habe natürlich auch nochmal den Joker. Alter, kommt er näher? Joker in Anführungszeichen. In der letzten Stelle. Ja, hier wird es natürlich nochmal gleich sehr eng, glaube ich. Oh mein Gott. Ich holper hier so durch die Gegend. Jetzt kommen die beiden. Nein. Ich will innen bleiben. Nein. Ich wollte eigentlich innen bleiben. Es rumpelt. Moment. Das war jetzt richtig dumm, aber ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt noch eine Rückblende oder mir das jetzt angucke. Weil Alonso... Ja gut, Reifen an Reifen, aber ist gar nicht so schlimm gewesen, ne? Okay, ne, dann machen wir hier mal weiter. Das ist halt hartes Racing. So, letzte Kurve jetzt. Diese Passage hier meinte ich. Da habe ich eigentlich immer den Vorteil gehabt. In dieser Schikane, wie auch immer. So, nice. P11 behauptet. Natürlich blöd, keine Punkte zu machen, aber ja, war ich jetzt auch nicht davon ausgegangen. Wir waren ja eine Zeit lang Elfter, dann eigentlich eine lange Zeit Zwölfter. Dann ist Verstappen nochmal ausgeschieden. Wir sind dann einen Platz nach vorne gekommen. Overall bin ich gut zufrieden, muss ich sagen. Dafür, dass das ein Regenrennen war, klar, hier und da mal ein paar Rückblenden, aber... Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung.
Valtteri Bottas übernimmt die Spitzenposition. Er führt nach dem heutigen Resultat in der Fahrerwertung. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich finde, das ist eindeutig Fernando Alonso. Er hat die Strategie perfekt umgesetzt und durchgängig das richtige Tempo gehabt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Jo, alles klar. Da wurde gerade gesagt, Mercedes hat den Vorsprung in der KWM ausgebaut. Ja klar, erster, zweiter, schnellste Runde. Verstappen raus. Und Perez auch nur sechster. Also gutes Wochenende für Mercedes. Und ziemlich schlecht für Red Bull. Bottas gewinnt vor Hamilton, knapp. Hamilton mit der schnellsten Runde vor Leclerc, dann McLaren, ziemlich weit vorne, auf 4 und 5, so wie sie auch im Grid standen. Oh, hier hat sich übrigens nichts geändert bei den ersten 6, krass. Vielleicht zwischenzeitlich im Rennen mal, kann ich nicht sagen, aber am Ende nicht. Gasly von 9 auf 7, Sainz von 7 auf 8 zurückgefallen. Dann Vettel 9. Vettel, ja, wie von mir vermutet auch, über 5 Sekunden hinter Sainz, also auch ordentlich Lücke gehabt, dann 10 Sekunden vor Stroll. Wir dann ja auch mit einer deutlichen Lücke, also ist zwar eine Position, aber wir waren schon deutlich von den Punkten entfernt, vom zeitlichen Abstand her gesehen. Wir fahren von 14 auf 11, gutes Ergebnis, dann Raikön, Alonso, Mick 14, von 18 auf 14 auch ein sehr gutes Rennen. Giovinazzi 15, Ocon 16, Tsunoda 17, dann Latifi auf 18, Russell auf 19 und Verstappen DNF. Ja, schauen wir uns mal die Highlights zusammen an. Hier gab es ja auch ein paar Überholmanöver, würde ich sagen. Zwar die ein oder andere Rückblende, aber insgesamt gar nicht mal so schlecht in meinen Augen jetzt hier. Die erste Kurve, da war nicht so viel los, die ist ja auch relativ schnell. Aber jetzt, Alter, wird hier ordentlich reingedived. Kommen wir gleich übers Grüne. Ja, hier kann man hier jetzt nicht sehen, Runde 3. Da, Ocon müsste das gewesen sein, fährt er in uns rein und fliegt da oben ja raus. Das war ein bisschen dumm von ihm. Hier, Alter, mal sehr weit nach außen gekommen. Da, Alter, fährt Tsunoda in uns rein. Weiß nicht, vielleicht ist er ja auch ein bisschen zu weit nach außen gekommen, was er gar nicht wollte. Kann natürlich auch sein beim Regen. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ansonsten relativ dämlich. Ja, das war gegen Lance Stroll. Da ging es immer ein bisschen hin und her, aber nachdem er uns dann hatte... Oh, da hatten wir noch einen Zwischenfall. Wieder mit einem anderen Alpin, aber nichts Dramatisches. Ja, nachdem Lance Stroll uns dann hatte, ich blende hier mal die Namen ein. Finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man zumindest sehen kann, wer davor oder hinter einem fährt. Nachdem Stroll uns dann halt kassiert hatte, war da auch nicht mehr viel zu machen. So, hier im Duell mit Mick. Boah, der ist aber auch ganz schön hinter mir gerutscht, wenn man das gerade mal so gesehen hat. Also, das war schon ziemlich hart. Jetzt sind wir direkt nebeneinander. Mick geht innen vorbei. Ja, sehr verregnet. Drei Autos nebeneinander. Alter, man sieht einfach nichts mehr auf der Kamera. Onboard und ja, Runde 13. Hier haben wir uns nochmal erwehren müssen gegen Raikön und Alonso. Ja, Alonso ein bisschen rausgeblockt und dann am Ende nochmal links die Innenbahn gehabt, um ja, uns gegen Raikön zu behaupten. Wann insgesamt, würde ich sagen, schönes Rennen. Also kann man eigentlich nicht meckern. Bin ganz gut zufrieden. Ja, schauen wir uns mal die Rangliste hier an. Für uns hat sich nicht allzu viel geändert. Vorne hat Valtteri Bottas jetzt Max Verstappen überholt, 20 Punkte in Front. Dann Hamilton auf 3 mit 39 Punkten Rückstand und dann schon ziemlich große Lücke. Ja, also maximal, ich würde schon noch sagen, ist ein Dreikampf um die WM, aber Norris, Perez, Ricciardo,
Leclerc und Sainz auf 7 und 8, die tauschen die Plätze. Dann auch eine Lücke, Pierre Gasly auf 9. Dann Tsunoda auf 10, Stroll, Alonso, Vettel. Und dann Ivan Garcia Cortina auf dem 14. Platz mit 3 Punkten. Dann haben wir noch Giovinazzi mit 2 und Ocon mit 1 Punkt. Und die letzten 4 Fahrer noch punktlos. Das wären die beiden Williams, Russell und Latifi. Dazu Kimi Räikkönen, auch sogar noch im Alfa Romeo ohne Punkt. Und unser Teamkollege Mick Schumacher. Konstrukteurs-WM hat sich nichts an der Reihenfolge geändert. Momentan die Abstände zwischen den Platzierungen relativ groß jeweils, würde ich mal sagen. Ab Platz 6 ist es dann ein bisschen enger. Wobei die Teams natürlich noch nicht viele Punkte haben, aber da könnte sich noch was tun. Aston Martin 15, Alpine 9, dann Haas 3, Alpha 2 und Williams noch 0 Punkte. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Jo, hau raus. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Ja, ganz ehrlich, gemessen an den Ergebnissen, Kimi Räikkönen ist hinter uns, ne? Ja. Das andere ist für uns halt schon eine Nummer zu groß, wenn man mal ehrlich ist. Also, mit einem Alpha kann ich leben. So, der Wagen lag immer gut auf der Strecke. Alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Mit diesem Team hinter mir kann mich natürlich niemand aufhalten. Kein Kommentar. Ja, die Rivalität gegen Mick haben wir somit dann auch gewonnen. Und, achso, jetzt habe ich das, glaube ich, aus Versehen weggeklickt. Sorry. Und ja, wir gehen jetzt quasi eine neue ein. Können wir uns ja mal einmal hier anschauen. Wo ist denn das? Da, Rivalen. 1 zu 0. Und haben jetzt Kimi Räikkönen hier, jawohl. Jo, Saisonergebnisse sehen bislang so aus. In letzter Zeit, ja gut, Österreich war ein Rennen zu vergessen, aber overall würde ich sagen, verglichen mit den ersten 5 Rennen waren die zweiten 5 Rennen deutlich besser. Wir hatten erst 19, 20, 20, 18 DNF und dann 10, 17, 9, 19, 11. Ja. Zweimal Punkte jetzt. Ein Platz dran vorbei. Als nächstes haben wir dann Ungarn. Den Ungaro-Ring. Beim F&E-Dings hatten wir noch eine Meldung. Aber das Getriebe können wir ja erstmal tauschen jetzt, ne? Alter, das ist auch richtig abgefuckt hier. Perfekt. Ja, alle anderen Teile sind ja noch neu. Die in einem Rennen schon sehr abgefahren sind. Entwicklung gescheitert, natürlich, auch das noch. Machen wir dann nochmal neu. Hier noch irgendwas fertig. In welchem Bereich haben wir Bedarf? Wir haben überall Bedarf. Aerodynamik, Chassis. So gut, die sind hochmotiviert. Gucken wir uns mal an. Haben wir hier irgendwas mit? Ja, Chassis, das können wir mal reinhauen. Ja. Ist eigentlich auch egal, wir kommen da eh nicht mehr ran von der Leistung her. Muss man, glaube ich, kein Prophet sein. Aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ja, warum wird mir hier nicht angezeigt, was gescheitert ist? Oder bezieht sich das noch auf das andere? Wahrscheinlich. Wir haben nichts mehr, was wir uns leisten können für die Punkte hier, ne? Nee. Neue Sachen freigeschaltet, aber ja, vom Verlauf her immer noch letzter. Jetzt haben wir noch mal einen Sprung gemacht. Wir sind näher rangekommen an Williams, aber ansonsten gibt es da immer noch eine entsprechende Gap. Nun gut, dann machen wir noch ein paar Tage weiter und als nächstes sehen wir uns dann zu dem 11. Grand Prix in Ungarn. In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Luke zockt F1 2021. Bis dahin, macht's gut. Ciao.